Time for the PlayStation. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Es ist PlayStation 1 Zeit und ich schaue mir heute an All-Star Racing für die PS1. Und dabei handelt es sich um im Grunde vier verschiedene Rennspiele in einer Sammlung, die aber alle nur für einen Spieler sind. Es gibt also keine Mehrspielerfunktion, sowas wie zwei Spieler simultan oder so. Die Analogsteuerung wird unterstützt und das Schöne bei diesem Game ist, es gibt nur Gas und Bremse und Lenken. Das ist für mich, das ist mir schon wieder sympathisch. Allerdings muss ich mal gucken, wie das hier mit Langzeitmotivation aussieht, denn es ist so, dass das Ziel ist, in jedem Rennen halt immer als Erster über die Ziellinie zu fahren. Und es gibt eben diese vier verschiedenen Renntypen. Ich guck mal in alle kurz rein. So ist zumindest der Plan. Das Gute bei diesem Game hier ist, dass er nicht ständig zwischen den Auflösungen hin und her switcht. Ich gehe mal ganz kurz in die Options, um zu gucken, ob hier alles so passt. Gehen wir so ein bisschen runter noch. Number of Laps 3 ist das Minimum. Difficulty. Es gibt leicht, medium und hart. Ich habe vorhin mal angetestet, easy. War eigentlich mir dann am Ende tatsächlich zu leicht. Es ist tatsächlich mal ein Game, bei dem man auch Chancen hat zu gewinnen. Ich nehme jetzt mal Medium und will mal gucken, ob ich da Land sehe oder ob das eine schlechte Entscheidung war. So, Start. Nehmen wir mal die Supercar Challenge. Man kann aus drei verschiedenen Fahrzeuginnen auswählen. Und ich habe keine Ahnung, ob die sich im Fahrverhalten irgendwie unterscheiden. Oder ob die einfach nur anders aussehen. Garrett Hills habe ich vorhin mal Test gezockt. Da gibt es hier noch zwei andere. Nehmen wir doch mal hier dieses Moran Ridge. Das kenne ich nicht. Das ist super. Ich stelle das auf Medium und suche mir eine Strecke aus, die ich noch nicht kenne. Das kann ja nicht gut gehen. Da komme ich mit Sicherheit nicht als Erster übers Ziel. Aber ist ja auch egal. Ja, die Sache ist eben, wenn du als Erster übers Ziel kommst, dann passiert nichts weiter, dann ist das Rennen einfach zu Ende. Zumindest war das jetzt vorhin so. Okay. So. Ich kann übrigens mit L2 die Fahrerperspektive aussuchen. Mit dem linken Analogstick lenkt man. Ja, man kann auch mit dem rechten Analogstick Gas geben oder bremsen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das versuche ich jetzt mal hinzukriegen. Nee, dann steuere ich das lieber weiter mit den Tasten. Also mit dem X Gas geben und mit dem Quadrat bremsen. So, nachdem ich mich jetzt wieder auf die Fahrbahn konzentriere, geht es vielleicht besser. Jetzt merkt man, das ist Medium. Medium hat man wahrscheinlich doch schon keine Chance. Schalten, das macht er Gott sei Dank automatisch. Ja, wie immer, es geht natürlich auch darum, euch die Streckengrafik zu zeigen, wie es aussieht. Ja, also man kann es spielen. Man muss sich hier erstmal so ein bisschen reinfuchsen von der Steuerung her, wie das Fahrverhalten ist. Aber dann sieht das eigentlich gar nicht so übel aus. Also ich habe auf jeden Fall schon schlechtere PS1 Racer gezockt. Gut, wahrscheinlich ist der mittlere Schwierigkeitsgrad doch zu schwer für mich. Beim Leichten habe ich es geschafft, in zwei von diesen vier Rennmodi auf dem ersten Platz zu fahren. Was ja hier auch Ziel ist. Das heißt, bei dem nächsten Renntyp werde ich mal auf Easy stellen. Und mal gucken, wie es da aussieht. Ja. So sieht das also aus der hinten dran Kamera aus. Und so die Stoßstange.
in die Kurve leg. Dann gibst du das direkt dran. Also ein bisschen weiter weg. Ist mir eigentlich lieber. Also ich glaube, da habe ich schon die beste Position gewählt. Also es gibt keine Handbremse hier. Man kann jetzt hier nicht irgendwie so driften, sliden. Per Handbremsenbetätigung. Oh, kratz, kratz. Wieso juckt es eigentlich immer dann, wenn man es gerade nicht braucht? Final Lap. Und ihr habt keine Ahnung, wo die anderen sind. Das ist das, was man sonst immer so kennt von den PS1-Games, ne? Hast du einmal den Anschluss verpasst, dann ist der ist vorbei. Da musst du von vorne anfangen. Hoffen, dass du dann irgendwann mal einen guten Start erwischt. Also Medium ist dann jedoch schon zu hart. Da darf man sich wahrscheinlich nicht den allergeringsten Fahrfehler erlauben. Ne wahr? Tuschier. Ah, es hat Force Feedback. Good Vibrations, wenn du in die Mauer rein beißt. Ja, ich bin allein auf weiter Flur. Also es ist dann doch schon sehr unterschiedlich. Vorhin hatte ich eben im leichten Schwierigkeitsgrad, irgendwann habe ich es geschafft, sie alle zu überholen und dann war ich allein auf weiter Flur. Und hier? Hier bin ich jetzt auch allein auf weiter Flur, nur als letzter. Scheiße. Das war ein Satz mit X. Gut, gucken wir uns mal das nächste Rennding an. Nachdem er das dann mal geladen hat. Quitticus Gamus und wir gehen ins Hauptmenü. Wir laden uns da mal so hin. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn hier noch zu bieten? Nehmen wir mal die Classic Cars. Dum, 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 dum. Ja. Na? Gut, haben wir. Options. Dann nehmen wir mal wieder Easy. Alles andere, ja, kann ich ja nicht groß beeinflussen. Start. Was nehme ich denn hier? Belling. Das ist doch ein Mini Cooper. Was sind das für Fantasienamen hier? Komm, wir nehmen den. Mountain Chase habe ich vorhin mal so Tests gezockt. Was gibt's noch? Hillside Circuit. Forest GP. Nehmen wir das mal. Erlebe den Rausch von Adrenalin in den High-Speed-GT-Cars. Fahre Straßenrennen im Gebirge in anspruchsvollen klassischen Fahrzeugen vergangener Jahre. Beherrsche das Lenkrad in deinem Hochleistungs-Supercar. Steige in den Sitz eines hochtechnischen Stop-Cars. Das wird die Bedürfnisse eines jeden Spielers befriedigen. Das nächste Ziel wird die Fahrerweltmeisterschaft sein. Ja, und wie kommt man da hin? Muss man da erst in allen Rennen den ersten Platz machen und kommt dann weiter? Gibt es dann irgendwas Besonderes? Ach Mann, was soll denn der Mist? Lass mich vorbei. Borsch. Das könnte ja sein. Das weiß ich nicht. Okay. Also hier sehe ich Chancen. Erstmal die Strecke irgendwie ausknobeln hier. Boah. Man hört aber, die anderen sind mir dicht auf den Fersen. Haben wir schöne Bergtunnel-Waldstrecke. Das könnte ja fast in der Schweiz sein. Boah, wo geht die Straße weiter? Ja, hier bin ich momentan Erster. Guck, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Also die Schwierigkeitsgrade, die unterscheiden sich doch schon krass, finde ich. Vorhin habe ich überhaupt kein Land gesehen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, das Gefühl, ich fahre allen davon. Aber endlich mal ein Game, wo ich eine Chance habe. Also PS1 Racing Game. PS2, da ist das Ganze schon fairer. Wahrscheinlich sind die Fahrzeuge einfach entsprechend programmiert. Die fahren einfach ihre Linie in ihren Stil.
Ich weiß nicht, ob das der Rechenleistung geschuldet ist oder so. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weil das ist jetzt wieder die Kehrseite der Medaille. Nimmst du den leichten Schwierigkeitsgrad, dann grenzt das an Unterforderung. Und nimmst du Mittel, dann bist du überfordert. Irgendwie fehlt was genau dazwischen. Wo man das Gefühl hat, ja, man könnte das packen. Immer so gerade so. Und nicht so nach dem Motto, ja, machst du einen kleinen Fahrfehler, dann siehst du nur noch die Rücklichter. Das ist bei so vielen PS1-Games so. Ja, aber das hier ist okay soweit. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich alle Rennen als mit erstem Platz durchfahren sollte, dann weiß ich nicht, kommt danach noch was? Oder war es das? Und die einzige Motivation soll dann darin bestehen, die höheren Schwierigkeitsgrade zu packen. Die dann aber gleich so frustrierend schwerer sind, dass man dann wahrscheinlich nervt das Game irgendwann im Regal verstauben lässt. Vor allem, weil es nur einen Einzelspieler-Modus hat und man das nicht zu zweit zocken kann. Also da ist der Wiederspielwert meiner Meinung nach stark in Frage gestellt. Aber was meint ihr? Liege ich richtig in der Vermutung? Gibt es noch irgendwas, wenn man überall den ersten Platz gemacht hat? Oder war es das? Und es geht wirklich darum, dann nur irgendwann mal das im hohen Schwierigkeitsgrad zu schaffen, so als Herausforderung, und das war es dann. Was ich auch noch nicht ausprobiert habe, ist, ob die unterschiedlichen Fahrzeuge, die zur Auswahl stehen, unterschiedliche Eigenschaften, Fahreigenschaften haben. In der Spielbeschreibung steht nichts darüber. Von dem her, ich habe das auch soweit diesbezüglich noch nicht ausprobiert. Ja, da habe ich es geschafft, den ersten Platz zu machen. Und dann ist da Game Over, ne? Dann, ja, dann ist Game Over. Passiert nichts weiter. Kann ich jetzt hier auf Start drücken. Und er lädt dann wieder zurück ins Menü. Ja, und mehr gibt's bei dem Rennen. Also jetzt in diesem da nicht. Jetzt gucken wir uns mal das nächste habe ich mir noch nicht angeguckt, was da noch kommt. Stockcar irgendwas war das nächste. Stockcar Frenzy. Gucken wir mal. Darf man da die anderen von der Straße rammen? Options. Difficulty easy. 3 Runden, 20, 80. Alles andere lassen wir so. Ja, es gibt ja eben auch nur diese Möglichkeit. Wahrscheinlich kann ich hier wieder aus drei verschiedenen Suchen. Das sieht nice aus, das Auto. Das ist einfach, weil es mir vom Aussehen gefällt. Browning, was? Rowning, Milton Race Circuit. Das sieht interessant aus mit den Hochhäusern. Das nehmen wir mal. Wollen wir doch mal schauen, was uns da erwartet. Ja, so mehr Informationen gibt das Ganze auch von außen nicht her. Naja. Ja, schade ist eben wirklich, ich sehe die Langzeitmotivation nicht. So, Drive On. Immerhin sieht die Grafik gar nicht so schlecht aus. So, Stop Car ist ja nur ein Circuit, also ein Oval, in dem man fahren muss. Ja, guck, und dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ziehe ich praktisch schon wieder problemlos an denen vorbei. Und das war's dann irgendwie auch, ne? Aber der Kurs ist ja wohl nicht so lang. Es ist halt ein Oval. Man kann natürlich versuchen, einen Rundenrekord hinzukriegen. Der Rekord liegt bei 48,33. Ja, so wird da nichts. So,
sobald man nur irgendwo mal dann antitscht, ist es vorbei mit dem Rundenrekord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ziel ist, den zu unterbieten, weil Ziel laut Spieleanleitung ist es, als Erster über die Ziellinie zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch irgendwelche anderen Sachen freischaltet. Also die Lenkung ist doch hier ziemlich direkt, stelle ich fest. Er reagiert doch sehr empfindlich. Oh, ich bremse mich aus. Schlecht. Also was man hier auf jeden Fall schon sieht, ne, wo die Reise hingeht, bei dem gesetzten Rekord, der ist ganz schön happig, das in unter 48 zu schaffen. Oh. Das ist im leichtesten Schwierigkeitsgrad schon eine Herausforderung. Wie man sieht, darf man sich da wirklich keinen Fehler erlauben. Man muss schauen, dass man irgendwie in der Ideallinie bleibt, wo auch immer die ist. Wahrscheinlich darf man sich noch nicht mal zu weit raustragen lassen, um irgendwie auch nur annähernd an die 48 zu kommen. Ja, die anderen Gegner sind über alle Berge, ne? Hinter mir. Über. Aber ich habe mal eine Kurve vor mir. Wie soll ich das denn von daher bis ins Ziel schaffen? Nee, das ist... Ich kann doch nicht fliegen. Ich schaff's nicht. Ich schaff nicht, die Rekordzeit zu unterbieten. Das ist keine Chance. Okay, ja. Jetzt fehlt noch eine Rennart. Dann habt ihr alle viermal gesehen. Und was ihr auch gesehen habt, im leichtesten Schwierigkeitsgrad ist es keine Herausforderung irgendwie. Und im mittleren... Ich kann ja hier nochmal beim letzten nochmal den mittleren Schwierigkeitsgrad wählen, aber wahrscheinlich ist dann wieder genau das gleiche von hinten, ne? Da sehe ich dann wieder die Rücklichter. GT Racer. Das letzte da im Bunde. Easy. Ah ne, ich wollte es ja auf Medium lassen. Genau, hatte ich versprochen. Machen wir auch. Ja, und da wird man dann merken, die Messlatte ist gleich um so vieles höher. Ja, ist ja eigentlich auch Schwanz, ne? Komm, ich nehme den, der sieht ja irgendwie gut aus. Der gefällt mir. Iona Speedway. Hampton Race Circuit. Boulder Raceway. Was nehme ich denn? Oh, ich nehme den Boulder Raceway. Ich kacke am Boulder Raceway ab. Ja, man kann dann versuchen auf verschiedenen Strecken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man alle Strecken im Leicht oder was auf dem ersten Platz schafft. Ich glaube auch nicht, dass ich die Motivation habe, das auszuprobieren. Irgendwie. Also da interessiert mich wirklich mal eure Meinung zu dem Game. Yes. Ich mache eine Wette, dass ich gleich schon wieder nur die Rücklichter sehe von den Leuten. Ah, es ist anstrengend. Also wahrscheinlich werde ich gleich irgendwann werden alle anderen an mir vorbeiziehen und das war's dann für mich und dann sehe ich wieder nur die Rücklichter. Man sieht das schon bei denen, die vor mir sind. Der Abstand vergrößert sich zusehends. Ja, und dann wirst du ja noch überholt. Oder landest im Sand. Ja, oh Gott. Ich bin noch nicht Letzter, aber das wird sich wahrscheinlich bis zum Ende dieses Rennens ändern. Boah, sag ich doch. Dann kommst du da nicht mehr ran. Ja, guck mal, ich habe Vollgas gerade gehabt. Die
fahren wirklich mit Vollgas durch die Kurve. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, also so viel zum Thema Schwierigkeitsgrad Medium. Und da bin ich tatsächlich... Ja, guck mal, der fährt ohne zu bremsen durch die Kurve. Okay, da hat man es mal kurz zwar gesehen, aber... Das ist echt hart, dieser Schwierigkeitsgrad. Grad, hart, Grad. Das Einzige, was man jetzt versuchen kann, ist... kämpfen, dass man nicht mit als Letzter durchs Ziel fährt. Scheiße. Ey, das ist wirklich keinen Fehler erlauben. Ja, und am Ende muss ich mich doch geschlagen geben. Fuck. Also auf dem Schwierigkeitsgrad ist es dann wirklich eine echte Herausforderung. Weil wenn die dann einmal an dir vorbeiziehen, die Chance da nochmal ranzukommen, die ist... geht gegen null, ne? Die, die weiter vor dir sind, die kriegst du sowieso schon mal gar nicht mehr ein. Das Einzige, was du hoffen kannst, ist... Die machen ja auch keine Fahrfehler. Das Einzige, was du hoffen kannst, ist, irgendwie Schwein zu haben und, so wie jetzt da, den irgendwie einzuklemmen. Und auf dem Weg nicht als Letzter ins Ziel zu kommen. Meine Fresse. Oh. Immerhin, ich bin nicht Letzter. So. Ja, das ist dann doch schon sehr herausfordernd. Schon der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ja. Und ich würde sagen, das war mal kein Einblick in All-Star Racing. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also momentan bin ich da geteilter Meinung. Und deswegen fällt meine Bewertung auch eher im mittelmäßigen Bereich aus. Also etwa irgendwie so... Ja, einfach weil ich das Gefühl habe, die Langzeitmotivation geht schnell flöten. Man wird dann irgendwann relativ schnell keinen Bock mehr haben. Vor allem, wenn man es dann im leichten Schwierigkeitsgrad alle Strecken mal gefahren ist und mal geschafft hat als Erster und stellt dann fest, im mittleren Schwierigkeitsgrad, das zieht so dermaßen heftig an. Ihr habt es vorhin gesehen, das ist so ein harter Kampf, nicht Letzter zu werden. Und das kann sein, dass es dann das schnell mal keinen Bock macht. Aber was meint ihr denn zu dem Game? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, Leute.